Hallo und recht herzlich willkommen hier bei Icebox HD. Hier ist der Icebox und heute möchte ich euch zeigen, wie man auf seiner Canon EOS Kamera einmal die Firmware updatet und danach Magic Lantern, dieses zusätzliche Firmware Tool mit einigen Zusatzfunktionen für die EOS Spielreflexkameras aufspielt. Das Ganze ist relativ einfach und ich denke, wir kriegen das zusammen jetzt auch hin. Also, was ihr zuerst braucht, ist eine Speicherkarte. Sollte beim ersten Installieren von Magic Lantern nicht größer als 32 GB sein. Ich habe hier eine 2 GB Karte. Die schmeißen wir jetzt einmal hier in die Kamera rein. Schalten die Kamera an und springen dann einmal hier hinten ins Menü. Kann man jetzt leider nicht so gut sehen, aber ihr müsst dorthin, wo ihr quasi die Karte formatieren könnt und müsst dann darauf achten, dass hier unten der Haken gesetzt ist bei Format niedriger Stufe. So, dann drücken wir einmal auf OK. Der hat die Karte formatiert. Jetzt können wir die Kamera erstmal wieder ausschalten. Nehmen die Karte wieder raus und müssen zurück an unseren Computer. So, kleinen Moment, ich muss hier mal gerade umstellen. So, das heißt, wir sind jetzt wieder am Computer, schmeißen die Karte in den Kartenleser. Nein, wir möchten das im Moment nicht weiter testen. So, dann haben wir hier schon runtergeladen von der Canon Homepage das Firmware-Update für die Canon EOS 700D auf die Version 1.1.3. Dieses Firmware-Update senden wir jetzt einmal an die Speicherkarte. Haben wir getan. Sehr gut. Dann können wir die Speicherkarte jetzt da wieder rausnehmen. Ich muss einmal hier rüber wieder. Zack. So. Speicherkarte kann wieder raus. Jetzt nehmen wir wieder unsere Kamera, legen die Speicherkarte quasi ein, schalten die Kamera an, springen dann hier wieder ins Menü, na komm her, und dann hier hinten auf dem vierten Schraubenschlüssel-Symbol, die Systemeinstellung, das vierte Menü, der unterste Punkt, Firmware-Version 1.1.1, sollte sie euch anzeigen, wenn ihr die Kamera neu kauft. Das klicken wir an und aktuelle Firmware ist 1.1.1, Firmware aktualisieren, okay. So, jetzt haben wir hier das Firmware Update Programm mit Loading. Das wird jetzt wahrscheinlich einen kleinen Moment dauern. In der Zeit, wie dieses Update läuft, ha, doch nicht so lange gedauert, sehe ich gerade. Please select new firmware version. Die muss ich jetzt auswählen. Da haben wir die CCF14113.fir. Na. Update Firmware von 1.1.1 auf 1.1.3. Bestätigen wir mit OK. Und jetzt macht er das Update. Wird einen Moment dauern. Und in der Zeit, wie das hier im Moment dauert, springen wir nochmal auf den Desktop. Und wir gucken, wir müssen nämlich hier bei Magic Lantern noch zwei Dinge runterladen. Oder erstmal ein Ding. Und zwar das Magic Lantern für die 700D mit der Firmware 1.1.3. Könnt ihr dann hier auswählen. Da könnt ihr die Kamera auswählen, die ihr habt. Das funktioniert auch mit der 650, der 600, der 550, der 1100er. Aber in meinem Fall ist es jetzt halt gerade mal die 700D und er soll das Ganze jetzt runterladen. So, das macht er jetzt gerade. Jetzt lassen wir uns das Ganze mal hier in meinem Download-Ordner anzeigen, ziemlich durcheinander. Und er soll es dahin entpacken. 40% haben wir mittlerweile auf der Kamera
Und jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Jawohl, da haben wir doch alles. Diese drei Dateien müsst ihr hinterher haben. ML, den Ordner, 700D113.fir und AutoExec. Die drei Dateien müssen in dem Ordner drin sein. 45, 46, 47, ja, da braucht noch einen kleinen Moment. Runterladen könnt ihr das Ganze auf der Homepage von Magic Lantern. Das ist www.magiclantern.fm und bei der 700D, weil die hier oben nämlich noch nicht mit aufgelistet ist, müsst ihr hier runter die Nightly Builds durchsuchen. Nightly Builds sind Firmware, die zwar schon existent sind für die Kameras, die aber noch nicht offiziell hundertprozentig durchgetestet sind. So, wenn ihr dann hier unten auf Browse Nightly Builds kommt, kommt ihr auf diese Seite, wo ihr dann die Firmware auswählen könnt. So, da bin ich wieder. Wir sind mittlerweile bei 70%, 71%. Also das Firmware-Update läuft. Das ist auch sehr gut. In der Zeit können wir gerade noch mal mitten in der Nacht hier in meinem Kaffee rühren und einen Schluck Kaffee trinken. Prost allerseits. Ja, 79, 80%, 81%. Mit Magic Lantern könnt ihr auf der Canon EOS 700D, 650D, 5D Mark II, hast du nicht gesehen, was es da nicht alles für Kameras gibt, diverse Features zusätzlich mit freischalten. Ich gucke immer hier runter, um zu schauen, wie weit das Firmware-Update ist. Könnt ihr diverse Features mit freischalten, was es da genau gibt, erkläre ich euch ein andern Mal. Ihr könnt euch aber einen groben Überblick auf der Magic Lantern Homepage verschaffen. Unter anderem habt ihr dann auch die Möglichkeit, Timelapse-Aufnahmen direkt mit der Kamera über das Menü zu steuern, über das Magic Lantern Menü, und müsst dafür nicht mehr teures Zubehör anschaffen. So, Kamera meldet sich. Firmware-Update-Programm, Update is complete. Kann man jetzt hier wieder nicht sehr gut erkennen, leider. Aber wir haben das Update complete von 1.1.1 auf 1.1.3. Das Ganze bestätigen wir wieder mit OK. Ich sehe gerade, der Touchscreen funktioniert dann nicht so genau. Jetzt geht die Kamera aus und wieder an. Und jetzt kommen wir hier schauen, Firmware-Version 1.1.3. Jetzt schalte ich die Kamera nochmal aus und schalte sie wieder neu ein, weil wir die Speicherkarte wieder vorbereiten müssen quasi für die Installation von Magic Lantern. Und zwar gehen wir dafür wieder hier rüber und formatieren die Karte erneut. Wieder mit Format niedriger Stufe. Okay. So. Gesagt, getan. Kamera ausschalten. Speicherkarte rausnehmen. Und nein, ich kaue jetzt nicht drauf rum. Und wir müssen wieder zurück an unseren Computer. So. Speicherkarte wieder in den Rechner rein. Und jetzt brauchen wir den Ordner, den wir vorher runtergeladen haben. Nein, immer noch nicht. Mann. Magic Lantern Nightly. Diese drei Dateien müssen wir jetzt auch an die Speicherkarte schicken. Jawohl. Gesagt, getan. Jetzt wieder zurück an die Kamera. Sprich, Speicherkarte in die Kamera rein. Kamera zu. Hier oben, nicht wie beim normalen Firmware-Update, auf P stellen. Habe ich vorhin vergessen zu sagen, für das normale Firmware-Update von Canon müsst ihr die Kamera in den P-Modus stellen. Jetzt beim Magic Lantern installieren müssen wir die Kamera in den manuellen Modus schalten, M. Kamera einschalten. Dann hier hinten wieder ins Menü. Und dann Firmware-Version. Kamera. Aktuelle Firmware ist 1.1.3. Firmware aktualisieren. Okay.
So, dann startet wieder das Update-Programm. Und ganz wichtig, Magic Lantern install. Please restart your Kamera. Erst jetzt, wenn wir diesen grünen Text lesen, please restart your Kamera, können wir die Kamera ausschalten. Wir kommen tatsächlich über die Mülleimer-Taste ins Magic Lantern-Menü. Bingo, wie gesagt. Allerdings wird Magic Lantern nicht auf die Kamera installiert, sondern jeweils immer nur auf die Speicherkarte. Das heißt, Magic Lantern funktioniert nur, wenn die Speicherkarte drin ist, wo es auch drauf ist. Wenn ihr die Speicherkarte rausnehmt, ist das Ganze wieder verschwunden. Das heißt, wenn ihr mehrere Speicherkarten benutzt und die alle mit Magic Lantern benutzen wollt, müsst ihr es auf alle drauf installieren. Dann habt ihr die Funktion dabei. Das Ganze sieht dann schon mal einen groben Überblick so aus. Aber was das Ganze dann genau kann, zeige ich euch in einem anderen Video. Bis dahin bin ich für heute raus und wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ich konnte euch ein klein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.